Herzlich willkommen zur Tatagesschau. Düsseldorf. Sebastian Jomini hofft immer noch auf neuen Großauftrag aus der Industrie. Bereits 7,5 Wochen verbringt der Praktikant des Jahres mit dem Streben nach Glück. Agentur um Agentur hat er dabei in den vergangenen Wochen zu Vorstellungsgesprächen besucht und dabei wunderschöne Städte gesehen, wie Potsdam, Hamburg oder Karlsruhe. Die andere Agentur, die für Arbeit, versagte Sebastian Jomini die Stütze, so der in seinem Verdacht bestätigte, sodass er sich nun nach kleineren Aufträgen umguckt. Am morgigen Freitag steht die nächste Reise an, diesmal ins fränkische Nürnberg an der Nürn. Dazu wünschen wir ihm an dieser Stelle viel Glück. Düsseldorf. Anatoli Timoschuk an der Düssel angekommen. Nachdem Bayern-Trainer Louis van Gaal etablierte Stars wie Lucio oder Christian Lell aus der Bayern-Elf geekelt hatte, ist nun auch der russische Staubsauger auf dem Trödel gelandet. Anatoli Timoschuk wurde vor der Saison für 250 Millionen Euro plus Hoeneß Erstgeborenen und einige Tonnen Weißwürste verpflichtet. War Timo für Ex-Trainer Klinsy noch klar, der neue Sechser, wird er nun vom neuen Trainingsleiter van Gaal dismissed und ist out. Der Russe zeigt sich enttäuscht und folgt seinem Mannschaftskollegen Franck Ribéry nach Düsseldorf. Die Fortuna ist nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga die Anlaufstelle für aussortierte Profis. Alle freuen sich jetzt schon, ihrem ehemaligen Arbeitgeber nächste Saison in der Bundesliga kräftig in den Arsch zu treten. Düsseldorf. In nicht mal mehr 2 Monaten ist es soweit. Der 5.10.2009 schreitet immer näher und das Training des Halbmarathonmanns voran. Mittlerweile rennt der Dicke 1,25 Stunden, was circa der Hälfte der angestrebten Laufzeit in Köln entspricht. Länger will sich der mittlerweile eingefleischte Düsseldorfer auch nicht in der verbotenen Stadt aufhalten. Nach der Feier zum 30. Geburtstag des Halbmarathonmanns am 28.08. beginnt die finale Vorbereitungsphase für den Lauf. Der eigentliche Lauf am 5.10. gilt als Leistungsspitze, die im Training nur selten angestrebt wird. Mit seiner Zielvorgabe im September regelmäßig 1,5 bis 2 Stunden zu trainieren, liegt er also voll im Soll. Momentan liegt das Pensum bei 75 Minuten, trainiert wird alle 3 Tage im Volkspark. Jünger des Halbmarathonmanns, die sich ihr Messias anschließen möchten, können gerne mitlaufen wie bei Forrest Gump. Dumm ist nur, wer Dummes tut. Die Prophezeiung des Halbmarathonmanns, bis zu dieswöchigen Sendung die 100 zu unterschreiten, trat bis zuletzt nicht ein. Die Redaktion kann nun aber nicht mehr länger warten, auch sie möchte einmal in den Sommerurlaub, bevor er vorbei ist. Wir schalten nun zur heutigen Biegung ins Badezimmer. Vielen Dank für die hervorragende Überleitung. Jetzt kommen wir endlich zur Wiegung, wegen derer, ja, du wiesest schon darauf hin, Sebastian, die heutige Folge sich ein bisschen verzögert hat. Denn ich kämpfte tatsächlich sehr mit dieser 100er-Grenze. Und ja, wollen wir mal sehen, ob sie heute gefallen ist. Ich werde extra noch laufen. Und jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Tada! Was lange bis Donnerstag währte, wurde letztendlich gut. 99,7. Das könnte ich lieben. Jetzt könnt ihr alle mal nach dem Lachknopf suchen. Ja, das ist doch erfreulich. Hat sich dann doch alles gelohnt und Ende gut, alles gut. Na, das hat ja dann doch noch geklappt, bevor wir hier von der Tatagesschau uns alle in den Urlaub verabschieden. Und das war's auch damit für heute mit der Tatagesschau. Wir melden uns an einem nicht näher definierten Zeitpunkt wieder, vielleicht am 3. bis 12. September. Thank you.